Brüssel, die Grand Place. Der große Markt im Herzen der europäischen Hauptstadt ist eine Idylle, ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Doch das ist das alte Europa. Das neue Europa ist dabei, in Brüssel einen ganz anderen großen Markt zu bauen. Die Europäische Kommission soll für ihre Mitgliedstaaten einen gigantischen transatlantischen Markt gestalten. Wir machen dieses Freihandelsabkommen, weil es Wachstum und Arbeitsplätze schafft. Und das Zusammenkommen mit den USA kann helfen, die globalisierte Welt zu regulieren. Doch die Verhandlungen zu diesem globalen Markt sind geheim. Und das Wenige, was nach außen dringt, ruft massive Kritik auf den Plan. Es geht in den Verhandlungen darum, alles, was Unternehmen nicht mögen, auf beiden Seiten des Atlantiks. Und das sind eben immer auch mal wieder strikte Umweltgesetze, strikte Regulierungen zum Verbraucherschutz. Das aus dem Weg zu räumen, das ist die Agenda in diesen Verhandlungen. In den USA wird seit dem Zusammenbruch des Kommunismus von einem gemeinsamen transatlantischen Markt geträumt. Er soll die westliche Welt zusammenschweißen und für die globalen Wirtschaftskämpfe von morgen eine schlagkräftige transatlantische Führungsmacht schmieden. Der Markt ist so groß, 800 Millionen Menschen, 2/3 der reichsten Länder der Welt. Wenn wir einen euroatlantischen Markt von Hawaii bis zum Baltischen Meer haben. Doch auch in den USA schlagen Bürgerinitiativen Alarm. Die transatlantischen Freihandelsverhandlungen seien ein Anschlag auf die Freiheit der Bürger. Dies ist, wie soll ich sagen, eine Art Stadtstreich im politischen Raum mittels eines Handelsabkommens. Seit 2013 wird abwechselnd in Brüssel und Washington das Freihandelsabkommen TTIP verhandelt. Das Handelsabkommen CETA mit Kanada ist bereits fertig. Aber der Protest gegen den Freihandel wächst. In diesem kleinen Buchladen in Berlin hat jedes Buch seinen vom Verlag festgelegten Preis. Ein staatlicher Schutz, denn so kann auch dieser Buchladen gegen Konzerne und große Buchhandelsketten finanziell überleben. Hier ahnt man wenig von dem, was im fernen Brüssel zum Freihandel ausgehandelt wird. Doch das Unbehagen mit dem Markt und Handel ist hier buchstäblich greifbar. Einer der Top-Bestseller der Saison ist Das Kapital des Franzosen Thomas Piketty. In Scharen laufen die Leser zu jeder Veranstaltung des neuen Shootingstars des Buchmarkts. Auch der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister sonnt sich in Thomas Pikettys Ruhm. Sigmar Gabriel gibt sich weltoffen und wirtschaftskritisch. Es sei höchste Zeit, den Kapitalismus global neu und gerechter zu gestalten. Der Freihandel scheint dazu das Mittel der Wahl. Wir fänden es gut, wenn wir ein Freihandelsabkommen bekämen, das sozusagen Standards setzt für weltweiten Handel, die wir heute nicht haben, zur Nachhaltigkeit beispielsweise, zur Absicherung sozialer Rechte. Wir fordern diese weltweiten Regeln im Rahmen der Globalisierung. Ja, wenn man jetzt gleich am Anfang sagt, mit den USA will ich das aber nicht, das machen einige NGOs in Deutschland, da muss man wissen, da kann man den Versuch, es weltweit zu schaffen, gleich sein lassen. Ist die Politik bereit, die Globalisierung gerechter zu gestalten? Thomas Piketty kritisiert, dass wie einst im Feudalismus auch heute allein die Reichen immer reicher werden. Mit Geld lässt sich mehr Geld verdienen als mit Arbeit. Das unterhöhle alles. Ich habe nichts gegen die Liberalisierung des Handels. Da geht es ja um Wohlstand. Aber man muss das vor allem durch demokratische und steuerliche Maßnahmen begleiten, damit die Gewinne nicht nur von einer kleinen Anzahl großer Konzerne und Menschen mit großem Vermögen abgeschöpft werden. Thomas Pikettys Buch ist nicht nur in Papierform, sondern auch über elektronische Lesegeräte wie den Kindle des US-Anbieters Amazon verfügbar. Und dafür gilt die in Frankreich und Deutschland verbindliche Buchpreisbindung, ein Buch, ein Preis, nicht. Für Pikettys Buch gibt es international verschiedene Preise. Seit Herbst 2014 bietet der Internetgigant Amazon seinen Kunden sogar eine Bücher-Flatrate. Für monatlich 10 Euro erhalten die Kunden Zugang zu einer Vielzahl von Titeln. Auch damit unterläuft der US-Konzern die Buchpreisbindung, jene Regel, nach der bislang alle ein Auskommen haben. Die Ironie der Geschichte: über die Flatrate ist auch Thomas Pikettys Kapitalismuskritik zugänglich.
Und wer nur mal kurz in die Einleitung schauen möchte, braucht das Werk nicht mehr als Ganzes zu kaufen. Ein Konzern aus den USA stellt die Regeln der Kulturproduktion in Frage und keiner hindert ihn. Für Thomas Piketty ein Problem. Ich denke wie jedermann, die Tatsache, dass die großen Konzerne einzig und allein durch die US-Regierung gesetzlich reguliert werden, stellt Europa offenkundig vor Probleme. Dass man in Deutschland begonnen hat, ein europäisches Internet oder europäische Regulierungen anzuregen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass Frankreich darauf nicht stärker reagiert. Ich bin kein Experte, aber auf jeden Fall braucht man in Europa ein energischeres gemeinsames Vorgehen, als wir es bisher haben. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. In der Akademie der Künste in Berlin werden die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada fortlaufend diskutiert. Hier fürchten viele, dass US-Konzerne wie Amazon die europäische Kultur in Frage stellen. Der Plakatkünstler und Präsident der Akademie, Klaus Steg, sieht die großen Internet- und IT-Konzerne geradezu als neue apokalyptische Reiter. Das sind unsere Gegner. Die wollen Monopole anstreben. Die wollen den ganzen Markt. Den ganzen Markt. Da geht es nicht um Kultur oder was und unser wunderbares Kulturverständnis und wie wir uns als Kulturstaat definieren, sondern die wollen die Marktmacht. Und deshalb wollen sie, dass Kultur wie ein ganz normales Handelsgut behandelt wird. Ob Bücher, ob Filme, ob Musik. Durch die Digitalisierung wird alles verfügbar und alles zur Ware. Was wussten wir denn vor 20 Jahren von Facebook, von der Macht von Facebook, von Amazon, wie sie alle heißen? Amazon hat doch jetzt schon fast 80%. In Amerika, glaube ich, 90%. Die wollen aber 100%. Sie wollen das Monopol. Und wenn das Monopol mal wirklich da ist, was schon fast existiert, dann kann man das, was wir an Kulturförderung, alles vergessen. Die Kulturschaffenden setzen auf die Politik, dass sie den Internetkonzernen eine Grenze setzt, statt den europäischen Markt durch den Freihandel noch weiter zu öffnen. Und dass Kultur nicht gänzlich zur Ware wird. Die zuständige deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters aber will beides. Freihandel mit den USA und den Schutz europäischer Kulturgüter und Institutionen. Wir möchten TTIP in der außenpolitischen Situation jetzt, ist, wäre das ein ganz starkes Zeichen und sehr wichtig. Aber es muss ein gutes TTIP werden. Und aus der Sicht der Kultur bedeutet das, wir müssen die staatliche Kulturförderung, wie sie in Europa, vor allen Dingen in Deutschland praktiziert wird, vor der Vereinnahmung durch amerikanische Multis, das ist immer so die Angst, schützen. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Subventionsbegriff in dem Freihandelsabkommen ganz genau so gefasst wird, dass zum Beispiel so etwas wie eine Buchpreisbindung, dass eine staatliche Förderung von Theatern, es gibt ja auch private Theater und große Musical Companies, dass aber unsere Tradition der Theatersubventionierung, der Opernhäuser, dass das alles nicht in Frage gestellt oder angegriffen wird als Wettbewerbsverzerrung von Interessenten, zum Beispiel in Amerika. Bedroht der Freihandel die staatliche Förderung etwa von Theatern? Der Theaterregisseur und Volkswirt Matthias von Harz glaubt nicht an diese direkte Gefahr. Wenn man nicht bildende Kunst macht, sondern Theater, dann ist man darauf angewiesen, dass das ein verschwenderischer Vorgang ist. In jeder Hinsicht. Emotional, energetisch, aber auf eine bestimmte Art und Weise auch finanziell. Ich glaube, dass Gesellschaft solche verschwenderischen Prozesse braucht, auch wenn man sicher das eine oder andere Theaterstück weglassen könnte. Und dass es diese Freiräume braucht, in denen Dinge gedacht und getan werden, die nicht zu irgendeiner Form von Profit unmittelbar führen müssen. Ich glaube, diese Freiräume verschwinden durch Freihandelsabkommen, in denen immer einer auftaucht, der sagt, ich verdiene hiermit aber Geld. Dann kann nicht jemand anders, der damit auch in irgendeiner Art und Weise Geld verdient, gefördert werden, einen Freiraum bekommen und darin arbeiten. Abwechselnd in Washington und in Brüssel finden die Freihandelsverhandlungen im Geheimen statt. Sowohl die Orte der Treffen als auch die wirklich wichtigen Verhandlungstexte sind unbekannt. Und niemand weiß bislang ganz genau, wie die Kultur im Abkommen mit den USA wirklich geschützt wird. Einen Hinweis gibt es allerdings. Am 26. September 2014 veröffentlicht die Europäische Kommission
den zuvor geleakten Freihandelsvertrag zwischen der EU und Kanada. Hier werden für die EU nur die audiovisuellen Dienstleistungen vom Freihandel ausgenommen. Für Kanada dagegen die gesamte kulturelle Industrie. Das alarmiert die Verantwortlichen in der deutschen Kulturszene. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, glaubt nicht, dass die EU den Kultursektor wirklich schützen will. Selbst bei den Verhandlungen mit Kanada, also einem Land, was uns kulturell sehr ähnlich ist, ja, was ja, wenn Sie so wollen, das europäischste amerikanische Land ist, ja, selbst dort sind die Europäer nicht stark genug gewesen oder nicht willens gewesen, den europäischen Kulturbereich genauso auszunehmen, wie die Kanadier ihren Bereich ausnehmen. Und also, das macht uns natürlich Angst, logischerweise, weil wir davon ausgehen müssen, dass, wenn jetzt mit Amerika verhandelt wird, jetzt nicht stärker als mit Kanada verhandelt wird. Schützen die Verhandler in Brüssel nur den audiovisuellen Sektor, also Film- und Musikproduktion? Nein, sagt Jean-Luc Dematy, seit einem Vierteljahrhundert bei der Europäischen Kommission und nun ganz oben auf dem Stuhl des Generaldirektors für Handel. Die kulturelle Ausnahme sei umfassend. Das, was wir hier verhandeln, kann auf keinen Fall die europäischen Staaten daran hindern, ihre kulturellen Dienstleistungen zu fördern. Es gibt da keine Beschränkungen. Die öffentlichen kulturellen Dienstleistungen können ohne jede Einschränkung gefördert werden. Auch hier gibt es nicht die kleinste Uneindeutigkeit. Frankreich, Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten dürfen also ihre Filmproduktionen fördern, ohne dass das als Wettbewerbsverzerrung gilt. Doch hilft das? Die US-Filmindustrie interessiert jüngst anscheinend weniger die Frage staatlicher Förderung als die Daten europäischer Kunden. Seit 2014 gibt es das Filmportal Amazon Instant Video, wo auch von Amazon selbst produzierte Serien laufen. Der Kunde wird hier transparent. Amazon erfährt stets, was, wo, wann, wie und wie lange geschaut wird. Filme sind neben Büchern und Musik nur ein kleiner Teil des Amazon-Kosmos, der alles liefert, was Kunden wünschen. Und Amazon weiß immer häufiger, noch bevor die Kunden es selbst wissen, was diese als nächstes kaufen wollen. Auch Google bietet großes Kino gern unterwegs auf dem Smartphone. Vernetzt mit den Informationen, die Google-Nutzer unwissentlich über andere Google-Dienste überlassen, schaut der Konzern immer tiefer in die Konsumseele der Kunden. Wir erschaffen die Welt des Traums. Einer, der diese Digitalisierung für eine reine Ökonomisierung und damit für eine Herausforderung für die gesamte europäische Kultur hält, ist der Regisseur und Oscar-Preisträger Costa Gavras. Die digitale Revolution ist enorm. Alles hat sich verändert. Die Konzeption der Filme, die Ökonomie der Filme, die Art und Weise, die Filme zu sehen, die Filme zu vertreiben. Und es werden noch viele Veränderungen kommen, die wir noch gar nicht erahnen. Man kann Filme auf dem Telefon sehen. Ich finde, dass das eine Barbarei ist. Filme sollte man auf einer großen Leinwand oder auf einem großen Fernseher sehen. Aber da müssen wir ständig wachsam sein, denn hier spielt die kulturelle Ausnahme eine Rolle, weil Akteure von außen kommen werden und sie wollen die totale Freiheit haben, um im audiovisuellen Bereich alles tun und machen zu dürfen. Eine kulturelle Ausnahme müsste also nicht nur europäische Kultursubventionen schützen, sondern auch europäische Bürger vor der neuen US-Internet-Kulturindustrie. Ich glaube einfach, dass die Amerikaner einen Blick auf die zukünftigen Kulturmärkte geworfen haben. Also auch nicht auf das Hier und Jetzt, da wird es natürlich auch negative Auswirkungen geben. Aber es geht um die Märkte in 10, 20, in 25 Jahren. Also Märkte, von denen wir jetzt vielleicht am Horizont nur so eine leichte Ahnung haben, was das denn sein könnte. Und das werden Kultur- und Medienmärkte sein. Das wird quasi die digitalisierte Welt sein. Das sind die Kulturmärkte der Zukunft. Und diese Zukunft hat längst begonnen. Sie heißt Big Data. Alles, was der Kunde an digitalen Daten preisgibt, wird für die Ausarbeitung neuer Produkte genutzt. Das neueste Produkt von Amazon ist eine Art elektrische Dose, die permanent mit dem Internet verbunden ist. Es heißt Amazon Echo. Ist es an? Es ist immer an. Kann es mich jetzt hören? Alexa, wie spät ist es?
Es ist 3.27 Uhr. Es hört dich von jeder Stelle im Raum. Von überall? Ja. Produkte wie Amazon Echo können alles, was Kunden sagen, speichern und intelligent verknüpfen. So können Unternehmen wie Amazon das Verhalten ihrer Kunden immer genauer vorhersagen, ohne dass die ahnen, wer oder was sie steuert. Wer steht hinter Monsieur Amazon? Man weiß es nicht. Die Kultur, die uns durch Google, Amazon und diese großen Unternehmen auferlegt wird, wird meiner Meinung nach eine Monokultur sein. Denn ihr Interesse ist weder kulturell noch pädagogisch. Ihr Interesse ist ausschließlich und allein ökonomisch. Um es schlichter zu sagen, sie wollen ihren Aktionären mehr Dividenden auszahlen. Aber es kann nicht nur die Wirtschaft sein, die zählt. Meine Sorge und die Sorge vieler Leute im Lande ist, dass die Wirtschaft über alles entscheidet und dass man die Kultur und die Bildung nicht mehr berücksichtigt. Das ist meiner Ansicht nach die Gefahr, die große Gefahr. Als im Frühjahr 2014 bekannt wird, dass der US-Geheimdienst NSA sogar die Bundeskanzlerin abgehört hat, ist die Empörung groß. Ein Freihandelsabkommen, heißt es, könne es nur geben, wenn es auch ein Anti-Spionage-Abkommen gäbe, wenn die Daten der europäischen Bürger geschützt würden. Ein halbes Jahr später ist davon keine Rede mehr. Die deutsche Kulturstaatsministerin will nun Big Data und den Datenschutz kategorisch vom Freihandel trennen. Auch in Amerika gibt es sehr hohe Datenschutzstandards. Und wenn die reine Ökonomisierung des menschlichen Willen basierend auf teilweise unerlaubt gesammeltem Datenmaterial plötzlich das Prinzip Zukunft sein soll und die Verteidigung von Meinungsfreiheit, Kulturfreiheit, Religionsfreiheit, auch Schutz der Privatsphäre wirklich noch eine Geltung hat und wenn das als rückwärtsgewandt bezeichnet wird, dann glaube ich, sollten wir hier eine Generaldebatte führen, aber nicht beim Freihandelsabkommen. Spielen Kultur und Datenschutz in den Freihandelsgesprächen also keine Rolle? Dazu in Washington mit offiziellen Vertretern und Verhandlern zu sprechen, ist extrem schwierig. Doch es gibt ehemalige Regierungsmitglieder, die bereitwillig darüber Auskunft geben, was die zentralen Interessen der USA sind. So wie Daniel Hamilton, einst Diplomat in Europa, heute Leiter eines renommierten Thinktanks. Es sind Aspekte des Datenschutzes, was doch in die Verhandlungen kommt. Es ist einfach eine Tatsache, dass die Innovationswirtschaft in Europa und in den USA von Big Data jetzt lebt. Und wenn man weiterhin wirklich ein Knowledge Economy bleiben will, muss man irgendwie das schützen und auch aber damit umgehen können. Man kann kein statisches, abstraktes Konzept haben. Und Datenschutz, das finde ich, ist eher kommt von der europäischen Seite, nicht von der amerikanischen Seite. Europäischer Datenschutz auf der einen, Big Data auf der anderen Seite. Die US-Position für den Freihandel scheint hier klar. Es sollen Hemmnisse, die den freien Datenverkehr behindern oder verhindern, beseitigt werden. Wie auch solche für die Erlangung, Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Daten. Eine Position, die trotz des NSA-Skandals nicht um ein einziges Komma geändert wurde. Die Datenexpertin Constanze Kurz, Informatikerin und Sprecherin des deutschen Chaos Computer Clubs, kritisiert das scharf. Doch sie sagt auch, europäische Bürger sind naiv, wenn sie US-Firmen erlauben, ihre Daten unbegrenzt abzuschöpfen. In der Regel gibt man bei diesen Data Use Policies die Rechte über die eigenen Daten ab. Man stimmt in der Regel sehr weitgehend zu, dass die weiterverarbeitet werden können, dass die genutzt werden können. Wir sind hier letztlich in Europa datenfreiwillig, kann man schon so sagen. Wir sind natürlich aber auch freiwillig Kunden dieser Unternehmen. Es ist Aufgabe der Politik, die teils naiven Bürger gemäß europäischer Verfassungsgrundsätze vor der Selbstpreisgabe zu schützen. Doch diese Aufgabe wird nicht wahrgenommen. Teil der Menschenwürde ist, selbst darüber zu bestimmen, wer über die Informationen aus meinem Leben, meiner alltäglichen Transaktionen Bescheid wissen kann und wer damit wie umgeht. Also der Gedanke ist ja ein eigentlich sehr aufklärerischer und auch bewahrenswerter. In Wirklichkeit geht es ja um höchstmenschliche Dinge, dass alltägliche Kommunikation, aber auch Handlungen, aber auch unsere sensorischen Daten über Körper, über Bewegungen, das werden hier die Daten und Informationen sein, die verarbeitet werden.
In Brüssel will die EU ihre Bürger vor unbegrenztem Datenfreihandel durch bereits bestehende Gesetze schützen. Was die Frage der persönlichen Daten anbelangt, Sie sprechen von dem Konflikt zwischen dem Zugang zu bestimmten Internetdiensten und dem Respekt vor den persönlichen Daten. Für Daten, die außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterwegs sein können, muss man dennoch weiter die europäischen Gesetze beachten. Doch auch das, so sagt Constanze Kurz, sei naiv. Das europäische Datenschutzrecht werde keineswegs beachtet. Europäische Kundendaten würden vielmehr von Internetdienstleistern verarbeitet, die sie auch an Geheimdienste weiterreichen. Europa, kann man eigentlich sagen, hat sich in den letzten Jahren immer mehr eigentlich als Erfüllungsgehilfe der Amerikaner für die Wünsche der großen Konzerne gezeigt und sehr wenig eigenes Selbstbewusstsein in Bezug auf die doch sehr veränderte Wahrnehmung im Datenschutz gelegt. Die Amerikaner haben von ihrer Seite überaus deutlich gemacht, dass sie null Interesse haben, mit Deutschen auch nur darüber zu verhandeln. Auch aufgrund des Ausspähens von europäischen Bürgern wachsen immer mehr Vorbehalte gegen den Freihandel. Die Befürworter versuchen es mit Überzeugungsarbeit, stellen sich in Tagungen ihren Kritikern, wie hier in Berlin. Der höchste europäische Vertreter der amerikanischen Handelskammer, Peter Chase, versucht mit Freundlichkeit seinen Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber er warnt sie auch. Wer es mit dem Datenschutz gegenüber Big Data zu weit treibt, gefährdet das Freihandelsabkommen. Big Data schließt alle möglichen Daten ein. Meine Frage ist, wird die EU ihren Datenschutz so entwickeln, dass es übereinstimmt mit ihrem eigenen Wunsch, Handel mit dem Rest der Welt zu betreiben? Das ist, denke ich, eine der Fragen, die gestellt werden muss. Darüber reden die Gesetzgeber im Moment und sie müssen sich klar werden, dass ihre Antwort darauf ein Gleichgewicht finden muss zwischen dem Verlangen nach Datenschutz und einer prosperierenden Wirtschaft. Die Botschaft ist deutlich, die US-Seite macht Druck. Wenn die EU ihren Datenschutz für ihre Bürger verschärft, wird es schwierig mit einem umfassenden Freihandelsabkommen. Doch wäre es erst abgeschlossen, dann könnten sogar die Internetkonzerne selbst gegen eine Verschärfung des Datenschutzes vorgehen, fürchten Kritiker wie der britische Internet-Experte Glyn Moody. Es ist ziemlich klar, was sie machen würden. Wenn es ein Gesetz gäbe, das sagt, europäische Daten müssten in Europa gespeichert werden, dann würde das wohl hunderte Millionen von Euro kosten, um neue Rechenzentren aufzubauen. Google würde argumentieren, dass das eine unerlaubte Enteignung seiner künftigen Profite wäre und würde die EU wohl auf Milliarden von Euro verklagen. Wie ist das möglich? Wie könnten künftig US-Unternehmen über Freihandelsabkommen ganze Staaten verklagen? In Washington suchen wir eine Antwort auf die Frage bei Public Citizen, einer der renommiertesten Bürgerrechtsorganisationen der USA. Die Juristin und Direktorin Lori Wallach analysiert hier seit vielen Jahren die rechtlichen Finessen von US-Freihandelsverträgen. Wenn Sie sich einige der Freihandelsverträge anschauen, nehmen wir einfach mal den Vertrag mit Korea. Das ist das Standardvertragsmodell der USA. Wenn Sie da die Regelung anschauen, betrifft das meiste gar nicht den Handel. Hier, das erste Kapitel ist zum Handel. Aber die zweite Hälfte des nächsten Kapitels handelt von den privaten Schiedsgerichten. Das Investor-Staat-Verfahren. Da geht es um die außerstaatlichen Tribunale, bei denen einzelne Unternehmen auf die Ebene von Nationalstaaten emporgehoben werden, damit sie auf privatem Wege ein öffentliches Abkommen durchsetzen können. Sie können dann eine Regierung außerhalb der öffentlichen Gerichte und des jeweiligen Landesrechts verklagen und unbegrenzte Entschädigungen durch die Steuerzahler erzwingen. Und es gibt keine Berufung. Die oberste Vereinbarung zwingt unsere jeweiligen Regierungen, sich der Rechtsprechung dieser Gerichte zu beugen. Und deren Richter sind Konzernanwälte, die abwechselnd als Richter oder als Ankläger auftreten. Bei der Weltbank in Washington wird nach dieser Logik heute schon der deutsche Staat verklagt.
Das schwedische Energieunternehmen Vattenfall fordert auf der Basis eines Energiechartavertrages eine hohe Entschädigung für den deutschen Ausstieg aus der Atomenergie. Darüber wird vor einem privaten Schiedsgericht nur unter Anwälten verhandelt, ohne Öffentlichkeit. Die von Vattenfall von deutschen Steuerzahlern geforderte Summe blieb jahrelang geheim. Der Konzern weigerte sich, die Höhe zu nennen. Erst im Herbst 2014 wurde sie bekannt. 4,7 Milliarden Euro. Die Vattenfall-Klage und alle Verfahren nach diesem Investor-Staatsklagesystem, all das läuft ab wie bei einem Ganovenstück. Das ist wie ein Glücksspiel, wo sie sich ein paar Regeln ausdenken und sich dann in einem Hotelzimmer treffen, um ein privates Spielchen mit öffentlichen Geldern abzuziehen. Die privaten Anwälte haben also ein Treffen und das tatsächlich meistens in Hotelzimmern oder Konferenzräumen. Und in 55% der Fälle sind das dieselben 15 Leute, die entweder als Richter oder als Ankläger auftreten. Und ihre Vereinbarung ist dann, gut, komm an dem und dem Tag und wir machen das in dem Hotel unter uns aus. Das ist so verrückt, dass es Leute, denen man es zum ersten Mal erzählt, kaum glauben können. Wie kommt es, dass große Konzerne über die Freihandelsverträge so viel Macht gewinnen? Nicht nur die amerikanische Seite, auch europäische Unternehmen haben, vertreten durch ihre Lobbys, in Brüssel sehr früh Einfluss genommen auf die Architektur der Freihandelsverträge. Die Lobbybeobachterin Pia Eberhardt sagt, gerade bei der Planung der TTIP-Verhandlungen habe die EU-Kommission nahezu ausschließlich mit Unternehmen und deren Lobbyisten gesprochen. Wir haben uns tatsächlich relativ akribisch angeschaut, mit wem hat die Europäische Kommission Kontakt gehabt in der Phase, als die TTIP-Verhandlungen vorbereitet wurden. Und das ist für uns eine ganz entscheidende Phase, weil da entschieden wird, fahren wir nach hier oder fahren wir in die ganz andere Richtung. Und in dieser Phase gab es wirklich fast nur Kontakte mit großen Unternehmen und Konzernlobbygruppen. In dem Moment, als die Verhandlungen angekündigt wurden, im Februar 2013, hat es kein einziges Treffen gegeben mit einer Gewerkschaft, einem Umweltverband oder Verbraucherschutzorganisationen. Ignacio Bercero, der Chefverhandler der EU, will hier keinen Fehler erkennen. Die EU, so sagt er, habe rein zufällig früher und ausführlicher mit den Industrievertretern gesprochen. Doch seine Beteuerungen klingen eher wie ein Eingeständnis. Ja, es ist wahr. In der ersten Phase war da mehr Interesse von der Industrieseite. Da haben wir mehr Rückmeldungen und mehr Eingaben von der Industrie bekommen. Aber während der Beratungen waren wir stets offen für jede Art von Eingaben. Im transatlantischen Freihandel sollen also künftig Unternehmen ganze Staaten verklagen können. Dafür haben Lobbyisten wie der Anwalt Andreas Geiger sich schon früh ausgesprochen. Es ist Effizienz, es ist Geschwindigkeit. Schauen Sie, für Unternehmen geht es in den meisten Fällen, und das ist ja auch einer der Gründe, warum die in Lobbyarbeit wie bei uns investieren, um eine zeitnahe Behebung von potenziellen wirtschaftlichen Problemen. Wir sprechen ja im Grunde genommen nur davon, dass ein Unternehmen, was sich in einen Wirtschaftsmarkt bewegt, wo es Investitionen trifft, geschützt sein soll davor, dass eben der Staat, wo es investiert, plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende macht. Im Mai 2014 trifft Michael Froman, der US-Chefhandelsdiplomat, seinen EU-Partner Karel de Gucht und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Berlin. Auch Froman setzt sich gegenüber den Europäern massiv für private Schiedsgerichte ein. Herr Froman ist die Nummer 1 der US-Handelsdiplomaten und kommt von der Wall Street, von der Citibank. Er ist ein Citibank-Typ und hat da seine Freunde. Er arbeitet nach dem Drehtürprinzip. Er war erst in der Konzernwelt der Wall Street, kam dann in die Clinton-Regierung, ging wieder zur Citibank, machte dort Millionen und ging dann wieder in die Obama-Regierung. Die Citibank gab ihm für diesen Wechsel in die Regierung einen 4-Millionen-Dollar-Bonus. Oh, wofür war das wohl?
Ich glaube, obwohl wir eine demokratische Regierung haben, dieser Einfluss der Industrie und diese Korruption sind der Grund, warum diese Freihandelsgespräche zum geheimen Schlüsselwerkzeug der Konzerne geworden sind, um unsere gesamten Demokratien auszuhöhlen. Im Mai 2014 gibt sich Bundeswirtschaftsminister Gabriel noch hart gegenüber Michael Froman. Er ist von umfassenden Klagerechten von Konzernen gegen Staaten abgeschreckt, lehnt den sogenannten Investitionsschutz ab. Ich glaube, wir brauchen ihn zwischen Europa und den USA nicht. Das sind zwei Demokratien, zwei Länder mit einem entwickelten Rechtsstaat. Es gibt gar keinen Grund, dort eine Sondergerichtsbarkeit einzuführen. Von daher geht es mir ganz generell darum, dass ich nicht möchte, dass über Sonderabkommen irgendwie der Gesetzgeber sozusagen ausgehebelt wird und dann im Ergebnis Verbraucherschutz und Umweltschutz auch ausgehebelt werden können. Oder denken Sie an soziale Rechte, Arbeitnehmerrechte, Datenschutzrechte. Das darf man auf gar keinen Fall zulassen. November 2014. Eine Kehrtwende des Vizekanzlers in Sachen Investitionsschutz beim Kanada-Abkommen CETA. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, die Investitionsschutzabkommen komplett aus CETA herauszubekommen. Das halte ich nicht für denkbar. Doch der Protest gegen die Freihandelsabkommen wächst, auf der Straße und im Internet. Und die EU versucht, sich zu öffnen, fragt die Bürger nach ihrer Meinung zum Investitionsschutz. Im Januar 2015 weist die neue EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström um die breite Ablehnung, ändert aber nichts. Eins ist klar nach der öffentlichen Umfrage. 97% der individuellen Antworten waren negativ. Das ist eine Mehrheit. Und so wie der Investorenschutz heute funktioniert, ist das nicht befriedigend. Es ist ein alter Mechanismus aus den 50ern. Es gibt tausende von Abkommen dieser Art. Alle EU-Staaten haben sie. Aber wir müssen sie verbessern. Wir haben damit im Kanada-Vertrag angefangen und genauer beschrieben, wofür sie eingesetzt werden, haben die Missbrauchsmöglichkeiten eingeschränkt und sehr deutlich gemacht, dass Staaten ihre Bürger schützen dürfen. Wir können wahrscheinlich sogar noch mehr tun. Bislang haben jedoch nur wenige EU-Staaten Investitionsschutzabkommen mit den USA oder Kanada. Im Freihandelsvertrag aber wird ersichtlich, wie der Investorenschutz aussieht. Kritiker wie die Lobby-Expertin Pia Eberhardt sehen hier keineswegs präzise, sondern eher wachsweiche Formulierungen. Die Investoren werden sich berufen können auf die allergefährlichste Gummiklausel. Das ist das Recht auf eine faire und gerechte Behandlung. Das klingt erstmal so unschuldig. Das ist aber eine Klausel, die Investoren in vielen Klagen benutzen, um letztendlich alles anzugreifen, was ihnen nicht passt. Vor allem politische Veränderungen anzugreifen, weil sie den Standard so auslegen, zu sagen, wir wurden nicht fair und gerecht behandelt, weil wir hatten die legitimen Erwartungen, dass sich nichts ändert. Noch wäre Zeit, den Investitionsschutz aus dem europäisch-kanadischen Freihandelsvertrag CETA herauszunehmen. Der Chef der mächtigen deutschen Industriegewerkschaft Metall fordert das dringend. Gerade mit Blick auf TTIP, den Freihandelsvertrag mit den USA. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht CETA durchlaufen lassen. Mit Investorenschutz und mit all den Dingen, die dort beschrieben sind. Denn das wäre die Blaupause wieder für TTIP. Und das ist natürlich auch eine Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, auch vom Wirtschaftsminister Gabriel. Wer jetzt CETA durchlaufen lässt und sagt, bei TTIP machen wir alles anders, das wird nicht funktionieren. Dass die Ablehnung wächst, ist in der EU inzwischen auch ganz oben angekommen. Der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will TTIP aber trotz aller Skepsis weiterverhandeln. Wir machen damit weiter, weil ich der Meinung bin, dass die zwei großen demokratischen Wirtschaftsräume für beide Seiten gewinnbringend näher aneinander rücken müssen. Aber dies darf nicht zum Preis der Aufgabe fundamentaler europäischer Wert und Tugenden geschehen. Datenschutz, Produktschutz, gesundheitsrelevante Aspekte, kulturelle Aspekte, in denen wir uns nicht immer in dieselbe Richtung bewegt haben in den vergangenen Jahrzehnten, als die Amerikaner das getan haben. Alles dies darf nicht zur freien Verfügung der manchmal stupide wirkenden Machtregeln gestellt werden.
Weit weg von Brüssel, tief in der süddeutschen Provinz, südlich von Tübingen, haben ein paar Imker allerdings gelernt, wie die Machtregeln der EU funktionieren. Die Imker wollten ihren Honig schützen und drohten dabei, die Gewinnerwartung internationaler Lebensmittelkonzerne zu stören. All das begann mit den Grübeleien eines Bienenzüchters, was eigentlich in seinem Honig drin ist. Ja, unsere Bienen fliegen hier im Tal im Frühjahr auf Erle, Weide, dann Löwenzahn. Und spätestens dann, wenn der Löwenzahn durch ist und die Ackerbauern kommen mit zum Beispiel Raps oder später dann im Sommer Mais, dann ist natürlich die Frage, ist da Gentechnik mit dem Anbau oder nicht? Nur wenn die Bienen in ihrem Flugradius von 5 bis 10 Kilometern keinen Blütenpollen von gentechnisch veränderten Pflanzen sammeln, ist auch der Nektar und der Honig garantiert gentechnikfrei. Das ist für die Imker wichtig. Bei diversen Importhonigen, die ja in den ganzen Supermärkten stehen, deswegen auch so spottbillig sind, ist in der Regel eine Mischung aus ein bisschen europäisch und ein bisschen international. Und da ist natürlich nicht gewährleistet, dass sie gentechnikfrei sind. Gentechnikfrei ist für viele Imker inzwischen ein wichtiges Verkaufsargument. Entsprechend vermarkten Thomas Radetzky und seine Imkerkollegen ihren Honig mit einer besonderen Kennzeichnung, einem Label. Ja, wir haben auf unserem Honig ein Label ohne Gentechnik. Das ist ein offizielles Label des Bundesministeriums für Lebensmittel, die zertifiziert gentechnikfrei hergestellt werden. Und das wird kontrolliert natürlich und wir weisen das nach darüber, ob im Flugradius unserer Bienen Gentechnik angebaut wird oder nicht. Jahrelang stritten die Imker vor Gerichten über Gentechnik, Bienen und Honig. Am Ende stand ein kleines Label, das für die EU zu einem großen und grundsätzlichen Problem werden könnte. Denn im Freihandel würde so etwas wie das Label der Imker als Benachteiligung ausländischer Honige gewertet werden, als Handelshemmnis, wie uns der Lobbyist Andreas Geiger bestätigt. Ich kann sowas durchaus auch für protektionistische Zwecke nutzen, indem ich eben die Verbrauchernachfrage auf mein von mir zertifiziertes Produkt lenke. Hier wäre es dann eben, wir labeln unsere Produkte als gut und auf die amerikanischen schreiben wir drauf, Achtung, gehen. Was dann wiederum von den Amerikanern zu Recht als protektionistische Maßnahme gesehen würde. Der Europachef der US-Handelskammer findet schon heute, mit der Kennzeichnung treibt es die EU zu weit. Europa hat eine sehr strenge, wie ich sagen würde, nein, wie ich sagen kann, sehr strenge Kennzeichnungspflicht, die, wie ich sage, politisch keinen Sinn macht. Doch Imker Radetzky glaubt, gerade die Kennzeichnung von Lebensmitteln bringt Europas Umwelt- und Verbraucherschutz entscheidend voran. Meine Motivation ist, dass wir, wenn wir den Schutzanspruch von Imkern für ihren Honig durchsetzen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, damit den Gentechnikanbau verhindern. Das ist ganz einfach. Eine Strategie, mit der die Imker zunächst überraschend erfolgreich waren. Der EU-Gerichtshof bestätigte schließlich, es muss gekennzeichnet werden. Das war eine tolle Sache, weil der Europäische Gerichtshof hat uns Recht gegeben. Wir haben jahrelang drum gekämpft und wir sind immer wieder rausgeflogen aus den Verfahrensschritten. Aber dann stand die EU-Kommission Kopf, die Bundesregierung, das Landwirtschaftsministerium, keiner hat damit gerechnet. Sollten die Imker die ganze Gentechnikdebatte auf den Kopf stellen und damit auch die Freihandelsstrategie der EU? Ein paar Imker gegen den Rest der Welt? Aus der Welthandelsorganisation kam Gegendruck auf die EU-Kommission, sich der Gentechnik stärker zu öffnen. Ein Druck, hinter dem die USA standen, wie der EU-Generaldirektor für Handel offen einräumt. Es ist wahr und das ist etwas, was unsere amerikanischen Freunde sehr besorgt. Es stimmt, dass wir von der WTO verurteilt worden sind, aber nicht für unsere Gesetzgebung zu den genetisch veränderten Lebensmitteln, sondern für unsere als in exzessiver Weise zögerlich beurteilte Zulassung der genetisch veränderten Lebensmittel. Wir hatten in den USA ein Gerichtsverfahren im Rahmen der Welthandelsorganisation, das wir gewonnen haben.
Europa hat ein neues System zur wissenschaftlichen Bewertung der verschiedenen Sorten von genveränderten Produkten entwickelt und lässt sie auch zu. Die EU-Kommission suchte und fand einen spektakulären Weg, an der Entscheidung des EU-Gerichtshofes vorbeizukommen. Sie erklärte per Richtlinienänderung Pollen nicht als Zutat von Honig. Thomas Radetzky erhielt bald ein Schreiben aus der konservativen Fraktion im EU-Parlament. Er möge nun endlich aufgeben. Die Imker sollen endlich mit ihrem Honig aus der Gentechnik-Diskussion raus. Weil wir sind ja das Hauptproblem für die Durchsetzung der Gentechnik in der Fläche, weil wir uns seit Jahren sehr erfolgreich vor den Gerichten wehren. Die EU-Kommission fordert private Schiedsgerichte, aber übergeht den EU-Gerichtshof. Für die grüne Bundestagsabgeordnete Bärbel Höhn ist das politisch fatal. Sie haben eigentlich dieses gute Verbraucherschutzurteil ausgehebelt im vorauseilenden Gehorsam, um den Kanadiern zu zeigen, schaut mal her, wir sind gar nicht so und eure Gentechnik lassen wir hier schon gerne zu. Die Konzerne haben ihren Kampf um die Einführung gentechnisch veränderter Lebensmittel gewonnen. Durch die Hintertür der Freihandelsgespräche. So sieht es jedenfalls der Lobbyist Andreas Geiger. GMO ist sicherlich eines der Themen gewesen, weil die, insofern hat sich da für viele der Konzerne, wenn sie so wollen, eine neue Tür eröffnet. Ich will nicht sagen Hintertür, weil es ist ja eine reguläre Tür gewesen, die vorher in Europa versucht haben, ihre Genprodukte anzupflanzen und da in offene Messer gelaufen sind in den meisten Staaten, letztlich dann über diesen Umweg diese doch noch einführen zu können. Denn auf der anderen Seite des Atlantiks ist die Analyse nüchtern. Während Europas Bürger noch über gentechnisch veränderte Lebensmittel streiten, haben ihre Regierungen längst Tür und Tor dafür geöffnet. Man muss sehr klar in Europa auch die Lage anschauen. Die EU besteht aus 28 Mitgliedstaaten. Die haben auch nicht die gleichen Normen, was genetisch modifizierten Organismen oder so angeht. Ja? Jeder hat so seine Sache. Und gesetzlich von der Kommission, die Kommission hat schon über 50 verschiedene genetisch modifizierten Organismen reingelassen in die EU. Und das ganze Viehfutter und so, jeden Tag wird gefüttert in der EU. So das ganze Vieh, alles was man isst, was von Vieh kommt, hat schon alles drin. Tatsächlich sind rund 90% aller Sojabohnen aus den USA genmanipuliert und landen, vermischt mit Antibiotika, auch als Fischfutter in den Wasserkäfigen norwegischer Lachszuchten. Jetzt diskutieren Wissenschaftler, ob die Resistenz der Lachse gegen bestimmte Antibiotika aus dem genmanipulierten Futter rühren könnte. Die norwegische Regierung hat bereits 8 genmanipulierte Fischfuttersorten verboten. Doch bald könnte es neue Probleme geben. In der Freihandelszone mit Kanada sollen laut CETA-Vertrag Fischerei- und Aquakulturprodukte auf wissenschaftlicher Basis entwickelt werden. Umweltverträglich, aber vor allem wirtschaftlich. Schon heute setzt das kanadische Unternehmen Aqua Bounty einem neuen Zuchtlachs die Gene anderer Fische ein. So soll er kälteres Wasser vertragen und schneller wachsen. Der Forschungsdirektor der US-Verbraucherschutzorganisation Food and Water Watch, Patrick Woodell, hält das für hochriskant. Das ist eine Sache, die ist brandneu. Das wäre das erste als Lebensmittel zugelassene Tier, das gentechnisch verändert wurde. Daher gibt es ein sehr großes Unbehagen, was die Sicherheit dieses Lebensmittels anbelangt. Und dann folgen große Umweltrisiken, wenn diese Fische in den USA gezüchtet werden und ins Meer entkommen. Was passiert, wenn sie anderem Wildlachs begegnen? Was bedeutet das für Umwelt und Nahrungskette? Noch wehrt sich die norwegische Lachsindustrie, sagt, ihre Lachse wären genauso groß und robust wie die gentechnisch veränderten kanadischen Lachse. Das Argument aber folgt der Logik des Freihandels. Wettbewerbsfähigkeit ist wichtiger als die Grundsätze des europäischen Verbraucher- und Umweltschutzes.
Die EU arbeitet nach dem sogenannten Vorsorgeprinzip, das wir für sehr sinnvoll halten. Solange es Unsicherheiten und mögliche Gesundheitsgefährdungen gibt, sollte man eher vorsichtig sein und Lebensmittel vorsorglich nicht zulassen, solange die EU nicht absolut überzeugt ist, dass sie wirklich sicher sind. In der Welthandelsorganisation und vielen anderen Handelsorganisationen ist der Ansatz entgegengesetzt. Die Vorsorge gerät aus Abstellgleis, denn in den USA gilt, es muss wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass ein Produkt gefährlich ist, um es zu verbieten. Schon ist das europäische Vorsorgeprinzip dabei, Geschichte zu werden. Der US-Begriff Science-Based, wissenschaftsbasiert, hat sich bereits in der Sprache der EU-Hierarchen eingebürgert. Wir müssen weiterhin die Einzelfälle von genetisch veränderten Lebensmitteln auf wissenschaftlicher Basis bewerten und die Risiken, die sie bringen. Auf dieser Grundlage ist es die Aufgabe der Europäischen Kommission, die Lebensmittel zu genehmigen oder nicht. Im EU-Kanada-Vertrag ist für die Zulassung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln eindeutig das Prinzip wissenschaftsbasiert festgeschrieben. Und hier ist auch die Rede von einer regulatorischen Kooperation. Ein Vorschlag, der frühzeitig von den Lobbyorganisationen Business Europe und der US-Handelskammer für das TTIP-Abkommen eingebracht wurde, von der EU-Kommission geprüft und ausdrücklich begrüßt. Gesetze und Regulierungen sollen im Freihandel mit den USA bereits in ihrer Entstehung darauf geprüft werden, ob sie Handel und Gewinne hervorbringen. Und zwar von einem sogenannten Regulierungsrat. Die Ideen zu regulatorischer Kooperation stehen ganz oben auf der transatlantischen Konzernagenda für TTIP. Sie werden getragen von wirklich ganz vielen Einzelunternehmen und Verbänden. Und die haben sehr früh Vorschläge entwickelt, die in Richtung gehen, wir möchten Co-Gesetzgeber werden. Wir möchten mit am Tisch sitzen, wenn Regulierungen formuliert werden. Und die Europäische Kommission hat interessanterweise diesen Lobbyakteuren nicht den Vogel gezeigt, gesagt, ihr spinnt wohl, ihr wollt Gesetzgeber werden. Konzerne als Gesetzgeber, die jedes Gesetz darauf abklopfen, ob es ihnen Gewinne bringt. Der Regulierungsrat, so wiegelt der EU-Generaldirektor ab, sei ja kein eigentliches Gesetzgebungsorgan, sondern etwas, was im europäischen Wirtschaftsinteresse liege. Dieser regulatorische Rat wird keinerlei gesetzgeberische Kraft haben. Wir dürfen da nicht nur auf unsere Schwächen schauen und ausschließlich darauf fokussiert sein. Wir müssen uns auch auf unsere Stärken konzentrieren. Die Europäische Union ist sehr stark im Bereich des Handels. Auch während der Krise sind die Exporte der EU weiter gestiegen. Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Für viele europäische Länder wäre das heilsam. Ob der Freihandel dazu beiträgt oder nicht, ist umstritten. Die Fixierung darauf erscheint manch einem inzwischen wie ein Brüsseler Mantra. Brüssel redet wenig über die Kultur, spricht wenig über die Bildung. Es ist immer nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Meiner Meinung nach muss man davon weg. Das ist eine Falle. Doch diese Falle ist gut konstruiert, glaubt Matthias von Harz. Der Freihandel werde mit altem Inhalt unter stets neuem Namen auf die politische Bühne gebracht. Wenn man diese Freihandelsabkommen über die, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre beobachtet, dann ist ja interessant, dass das so eine Art Zombie-Wiederauferstehungsvorgang ist. Also das fing an so im Beginn der globalisierungskritischen Bewegung mit dem Mai-Abkommen und dann gab es TRIPS, GATS, ACTA. Und immer wieder versucht man so den Bereich so ein bisschen auszuweiten, der dann plötzlich wahren Charakter bekommt. Das Beruhigende ist, es gibt auch immer mehr Leute, die dann verstehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und die auf die Straße gehen. Manch einem Befürworter des Freihandels scheint dieser Protest wie ein Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten. Die Abkehr vom Freihandel gilt in wirtschaftsliberaler Sicht als Abkehr von der freien Gesellschaft. Wenn ich dann eben zu der Erkenntnis komme, ich will meine Politik diametral ändern, und wir sind künftig kein
Freihandels, sondern ein marxistisches Land, dann wird man zu der Erkenntnis kommen müssen, man hält diesen Vertrag nicht länger aufrecht. Doch die Freihandelsgegner wollen gerade keine radikalen Lösungen. Ihr Protest gegen die Liberalisierungen ist zutiefst konservativ. Es sind nicht immer die einzelnen Themen. Da könnte man bei dem einen oder anderen vielleicht den Augen zudrücken und sagen, na ja, lass uns das jetzt mal nicht so genau nehmen. Aber wenn man die Summe, also die Mosaiksteinchen zusammennimmt, dann ist das, was dort geschaffen werden soll, eine neue Gesellschaft. Und da sage ich für den Kulturbereich, die wollen wir einfach nicht. Je weiter der Freihandelsprozess schreitet, desto deutlicher ist den Gegnern, hier geht es nicht um den Schutz und die Ausnahme von ein paar Kulturgütern vor dem Freihandel, sondern um die europäische Kultur als Ganze. Ich denke, was die kulturelle Ausnahme sein sollte, sind die Werte, für die Europa steht. Das ist ein sehr strenger Verbraucherschutz, ein sehr strenger Schutz der Privatsphäre und die Tatsache, dass wir das Streben nach Profit nicht über alles stellen. Unternehmen sollten nicht festlegen, welches Recht gelten soll. Was wir brauchen, ist die Einsicht bei den Politikern, dass sie uns so nicht mehr repräsentieren. Dass sie uns nicht sagen wollen, was sie in den Verhandlungen machen, zeigt den Mangel an Demokratie. Demokratie und Rechtsstaat, öffentlich verhandelnde Gerichte wie der Europäische Gerichtshof, das ist es, wofür Menschen wie der Imker Thomas Radetzky kämpfen. Wir werden über Jahrzehnte wach sein müssen. Das ist nicht schnell erledigt, das Thema. Eigentlich sollte CETA, der Freihandelsvertrag mit Kanada, rasch abgesegnet und auch TTIP, das Abkommen mit den USA, bis 2016 unter Dach und Fach sein. Es sieht nicht danach aus, dass es so schnell geht. Denn immer mehr Menschen glauben, dass der freie Handel ihre Freiheit als Bürger gefährdet. Effizienz, es ist Geschwindigkeit. Schauen Sie, für Unternehmen geht es in den meisten Fällen, und das ist ja auch einer der Gründe, warum die in Lobbyarbeit wie bei uns investieren, um eine zeitnahe Behebung von potenziellen wirtschaftlichen Problemen. Wir sprechen ja im Grunde genommen nur davon, dass ein Unternehmen, was sich in einen Wirtschaftsmarkt bewegt, wo es Investitionen trifft, geschützt sein soll davor, dass eben der Staat, wo es investiert, plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende macht. Im Mai 2014 trifft Michael Froman, der US-Chefhandelsdiplomat, seinen EU-Partner Karel de Gucht und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Berlin. Auch Froman setzt sich gegenüber den Europäern massiv für private Schiedsgerichte ein. Herr Froman ist die Nummer 1 der US-Handelsdiplomaten und kommt von der Wall Street, von der Citibank. Er ist ein Citibank-Typ und hat da seine Freunde. Er arbeitet nach dem Drehtürprinzip. Er war erst in der Konzernwelt der Wall Street, kam dann in die Clinton-Regierung, ging wieder zur Citibank, machte dort Millionen und ging dann wieder in die Obama-Regierung. Die Citibank gab ihm für diesen Wechsel in die Regierung einen 4-Millionen-Dollar-Bonus. Oh. Wofür war das wohl? Ich glaube, obwohl wir eine demokratische Regierung haben, dieser Einfluss der Industrie und diese Korruption sind der Grund, warum diese Freihandelsgespräche zum geheimen Schlüsselwerkzeug der Konzerne geworden sind, um unsere gesamten Demokratien auszuhöhlen. Im Mai 2014 gibt sich Bundeswirtschaftsminister Gabriel noch hart gegenüber Michael Froman. Er ist von umfassenden Klagerechten von Konzernen gegen Staaten abgeschreckt, lehnt den sogenannten Investitionsschutz ab. Ich glaube, wir brauchen inzwischen Europa und den USA nicht. Das sind zwei Demokratien, zwei Länder mit einem entwickelten Rechtsstaat. Es gibt gar keinen Grund, dort eine Sondergerichtsbarkeit einzuführen. Von daher geht es mir ganz generell darum, dass ich nicht möchte, dass über Sonderabkommen irgendwie der Gesetzgeber sozusagen ausgehebelt wird und dann im Ergebnis Verbraucherschutz und Umweltschutz auch ausgehebelt werden können. Oder denken Sie an soziale Rechte, Arbeitnehmerrechte, Datenschutzrechte.
Das darf man auf gar keinen Fall zulassen. November 2014. Eine Kehrtwende des Vizekanzlers in Sachen Investitionsschutz beim Kanada-Abkommen CETA. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, die Investitionsschutzabkommen komplett aus CETA herauszubekommen. Das halte ich nicht für denkbar. Doch der Protest gegen die Freihandelsabkommen wächst, auf der Straße und im Internet. Und die EU versucht, sich zu öffnen, fragt die Bürger nach ihrer Meinung zum Investitionsschutz. Im Januar 2015 weist die neue EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström um die breite Ablehnung, ändert aber nichts. Eins ist klar nach der öffentlichen Umfrage. 97% der individuellen Antworten waren negativ. Das ist eine Mehrheit. Und so wie der Investorenschutz heute funktioniert, ist das nicht befriedigend. Es ist ein alter Mechanismus aus den 50ern. Es gibt Tausende von Abkommen dieser Art. Alle EU-Staaten haben sie. Aber wir müssen sie verbessern. Wir haben damit im Kanada-Vertrag angefangen und genauer beschrieben, wofür sie eingesetzt werden, haben die Missbrauchsmöglichkeiten eingeschränkt und sehr deutlich gemacht, dass Staaten ihre Bürger schützen dürfen. Wir können wahrscheinlich sogar noch mehr tun. Bislang haben jedoch nur wenige EU-Staaten Investitionsschutzabkommen mit den USA oder Kanada. Im Freihandelsvertrag aber wird ersichtlich, wie der Investorenschutz aussieht. Kritiker wie die Lobby-Expertin Pia Eberhardt sehen hier keineswegs präzise, sondern eher wachsweiche Formulierungen. Die Investoren werden sich berufen können auf die allergefährlichste Gummiklausel. Das ist das Recht auf eine faire und gerechte Behandlung. Das klingt erstmal so unschuldig. Das ist aber eine Klausel, die Investoren in vielen Klagen benutzen, um letztendlich alles anzugreifen, was ihnen nicht passt. Vor allem politische Veränderungen anzugreifen, weil sie den Standard so auslegen, zu sagen, wir wurden nicht fair und gerecht behandelt, weil wir hatten die legitimen Erwartungen, dass sich nichts ändert. Noch wäre Zeit, den Investitionsschutz aus dem europäisch-kanadischen Freihandelsvertrag CETA herauszunehmen. Der Chef der mächtigen deutschen Industriegewerkschaft Metall fordert das dringend. Gerade mit Blick auf TTIP, den Freihandelsvertrag mit den USA. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht CETA durchlaufen lassen. Mit Investorenschutz und mit all den Dingen, die dort beschrieben sind. Denn das wäre die Blaupause wieder für TTIP. Und das ist natürlich auch eine Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, auch vom Wirtschaftsminister Gabriel. Wer jetzt CETA durchlaufen lässt und sagt, bei TTIP machen wir alles anders, das wird nicht funktionieren. Dass die Ablehnung wächst, ist in der EU inzwischen auch ganz oben angekommen. Der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will TTIP aber trotz aller Skepsis weiterverhandeln. Wir machen damit weiter, weil ich der Meinung bin, dass die zwei großen demokratischen Wirtschaftsräume für beide Seiten gewinnbringend näher aneinander rücken müssen. Aber dies darf nicht zum Preis der Aufgabe fundamentaler europäischer Wert und Tugenden geschehen. Datenschutz, Produktschutz, gesundheitsrelevante Aspekte, kulturelle Aspekte, in denen wir uns nicht immer in dieselbe Richtung bewegt haben in den vergangenen Jahrzehnten, als die Amerikaner das getan haben. Alles dies darf nicht zur freien Verfügung der manchmal stupide wirkenden Machtregeln gestellt werden. Weit weg von Brüssel, tief in der süddeutschen Provinz, südlich von Tübingen, haben ein paar Imker allerdings gelernt, wie die Machtregeln der EU funktionieren. Die Imker wollten ihren Honig schützen und drohten dabei, die Gewinnerwartung internationaler Lebensmittelkonzerne zu stören. All das begann mit den Grübeleien eines Bienenzüchters, was eigentlich in seinem Honig drin ist. Ja, unsere Bienen fliegen hier im Tal im Frühjahr auf Erle, Weide, dann Löwenzahn. Und spätestens dann, wenn der Löwenzahn durch ist und die Ackerbauern kommen mit zum Beispiel Raps oder später dann im Sommer. Brüssel, die Grande Place. Der große Markt im Herzen der europäischen Hauptstadt ist eine Idylle, ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Doch das ist das alte Europa. Das neue Europa ist dabei, in Brüssel einen ganz anderen großen Markt zu bauen. Die Europäische Kommission soll für ihre Mitgliedstaaten einen gigantischen transatlantischen Markt gestalten.
Wir machen dieses Freihandelsabkommen, weil es Wachstum und Arbeitsplätze schafft. Und das Zusammenkommen mit den USA kann helfen, die globalisierte Welt zu regulieren. Doch die Verhandlungen zu diesem globalen Markt sind geheim. Und das Wenige, was nach außen dringt, ruft massive Kritik auf den Plan. Es geht in den Verhandlungen darum, alles, was Unternehmen nicht mögen, auf beiden Seiten des Atlantiks. Und das sind eben immer auch mal wieder strikte Umweltgesetze, strikte Regulierungen zum Verbraucherschutz. Das aus dem Weg zu räumen, das ist die Agenda in diesen Verhandlungen. In den USA wird seit dem Zusammenbruch des Kommunismus von einem gemeinsamen transatlantischen Markt geträumt. Er soll die westliche Welt zusammenschweißen und für die globalen Wirtschaftskämpfe von morgen eine schlagkräftige transatlantische Führungsmacht schmieden. Der Markt ist so groß, 800 Millionen Menschen, 2/3 der reichsten Länder der Welt. Wenn wir einen euroatlantischen Markt von Hawaii bis zum Baltischen Meer haben. Doch auch in den USA schlagen Bürgerinitiativen Alarm. Die transatlantischen Freihandelsverhandlungen seien ein Anschlag auf die Freiheit der Bürger. Dies ist, wie soll ich sagen, eine Art Stadtstreich im politischen Raum mittels eines Handelsabkommens. Seit 2013 wird abwechselnd in Brüssel und Washington das Freihandelsabkommen TTIP verhandelt. Das Handelsabkommen CETA mit Kanada ist bereits fertig. Aber der Protest gegen den Freihandel wächst. In diesem kleinen Buchladen in Berlin hat jedes Buch seinen vom Verlag festgelegten Preis. Ein staatlicher Schutz, denn so kann auch dieser Buchladen gegen Konzerne und große Buchhandelsketten finanziell überleben. Hier ahnt man wenig von dem, was im fernen Brüssel zum Freihandel ausgehandelt wird. Doch das Unbehagen mit dem Markt und Handel ist hier buchstäblich greifbar. Einer der Top-Bestseller der Saison ist Das Kapital des Franzosen Thomas Piketty. In Scharen laufen die Leser zu jeder Veranstaltung des neuen Shootingstars des Buchmarkts. Auch der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister sonnt sich in Thomas Pikettys Ruhm. Sigmar Gabriel gibt sich weltoffen und wirtschaftskritisch. Es sei höchste Zeit, den Kapitalismus global neu und gerechter zu gestalten. Der Freihandel scheint dazu das Mittel der Wahl. Wir fänden es gut, wenn wir ein Freihandelsabkommen bekämen, das sozusagen Standards setzt für weltweiten Handel, die wir heute nicht haben, zur Nachhaltigkeit beispielsweise, zur Absicherung sozialer Rechte. Wir fordern diese weltweiten Regeln im Rahmen der Globalisierung. Ja, wenn man jetzt gleich am Anfang sagt, mit den USA will ich das aber nicht, das machen einige NGOs in Deutschland, da muss man wissen, da kann man den Versuch, es weltweit zu schaffen, gleich sein lassen. Ist die Politik bereit, die Globalisierung gerechter zu gestalten? Thomas Piketty kritisiert, dass wie einst im Feudalismus auch heute allein die Reichen immer reicher werden. Mit Geld lässt sich mehr Geld verdienen als mit Arbeit. Das unterhöhle alles. Ich habe nichts gegen die Liberalisierung des Handels. Da geht es ja um Wohlstand. Aber man muss das vor allem durch demokratische und steuerliche Maßnahmen begleiten, damit die Gewinne nicht nur von einer kleinen Anzahl großer Konzerne und Menschen mit großem Vermögen abgeschöpft werden. Thomas Pikettys Buch ist nicht nur in Papierform, sondern auch über elektronische Lesegeräte wie den Kindle des US-Anbieters Amazon verfügbar. Und dafür gilt die in Frankreich und Deutschland verbindliche Buchpreisbindung, ein Buch, ein Preis, nicht. Für Pikettys Buch gibt es international verschiedene Preise. Seit Herbst 2014 bietet der Internetgigant Amazon seinen Kunden sogar eine Bücher-Flatrate. Für monatlich 10 Euro erhalten die Kunden Zugang zu einer Vielzahl von Titeln. Auch damit unterläuft der US-Konzern die Buchpreisbindung, jene Regel, nach der bislang alle ein Auskommen haben. Die Ironie der Geschichte: Über die Flatrate ist auch Thomas Pikettys Kapitalismuskritik zugänglich. Und wer nur mal kurz in die Einleitung schauen möchte, braucht das Werk nicht mehr als Ganzes zu kaufen. Ein Konzern aus den USA stellt die Regeln der Kulturproduktion in Frage. Und keiner hindert ihn. Für Thomas Piketty ein Problem.
Ich denke wie jedermann, die Tatsache, dass die großen Konzerne einzig und allein durch die US-Regierung gesetzlich reguliert werden, stellt Europa offenkundig vor Probleme. Dass man in Deutschland begonnen hat, ein europäisches Internet oder europäische Regulierungen anzuregen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass Frankreich darauf nicht stärker reagiert. Ich bin kein Experte, aber auf jeden Fall braucht man in Europa ein energischeres gemeinsames Vorgehen, als wir es bisher haben. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. In der Akademie der Künste in Berlin werden die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada fortlaufend diskutiert. Hier fürchten viele, dass US-Konzerne wie Amazon die europäische Kultur in Frage stellen. Der Plakatkünstler und Präsident der Akademie, Klaus Steg, sieht die großen Internet- und IT-Konzerne geradezu als neue apokalyptische Reiter. Das sind unsere Gegner. Die wollen Monopole anstreben. Die wollen den ganzen Markt. Den ganzen Markt. Da geht es nicht um Kultur oder was und unser wunderbares Kulturverständnis und wie wir uns als Kulturstaat definieren, sondern die wollen die Marktmacht. Und deshalb wollen sie, dass Kultur wie ein ganz normales Handelsgut behandelt wird. Ob Bücher, ob Filme, ob Musik. Durch die Digitalisierung wird alles verfügbar und alles zur Ware. Was wussten wir denn vor 20 Jahren von Facebook, von der Macht von Facebook, von Amazon, wie sie alle heißen? Amazon hat doch jetzt schon fast 80%. In Amerika, glaube ich, 90%. Die wollen aber 100%. Sie wollen das Monopol. Und wenn das Monopol mal wirklich da ist, was schon fast existiert, dann kann man das, was wir an Kulturförderung, alles vergessen. Die Kulturschaffenden setzen auf die Politik, dass sie den Internetkonzernen eine Grenze setzt, statt den europäischen Markt durch den Freihandel noch weiter zu öffnen. Und dass Kultur nicht gänzlich zur Ware wird. Die zuständige deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters aber will beides. Freihandel mit den USA und den Schutz europäischer Kulturgüter und Institutionen. Wir möchten TTIP. In der außenpolitischen Situation jetzt wäre das ein ganz starkes Zeichen und sehr wichtig. Aber es muss ein gutes TTIP werden. Und aus der Sicht der Kultur bedeutet das, wir müssen die staatliche Kulturförderung, wie sie in Europa, vor allen Dingen in Deutschland praktiziert wird, vor der Vereinnahmung durch amerikanische Multis, das ist immer so die Angst, schützen. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Subventionsbegriff in dem Freihandelsabkommen ganz genau so gefasst wird, dass zum Beispiel so etwas wie eine Buchpreisbindung, dass eine staatliche Förderung von Theatern, es gibt ja auch private Theater und große Musical Companies, dass aber unsere Tradition der Theatersubventionierung, der Opernhäuser, dass das alles nicht in Frage gestellt oder angegriffen wird als Wettbewerbsverzerrung von Interessenten, zum Beispiel in Amerika. Bedroht der Freihandel die staatliche Förderung etwa von Theatern? Der Theaterregisseur und Volkswirt Matthias von Harz glaubt nicht an diese direkte Gefahr. Wenn man nicht bildende Kunst macht, sondern Theater, dann ist man darauf angewiesen, dass das ein verschwenderischer Vorgang ist. In jeder Hinsicht. Emotional, energetisch, aber auf eine bestimmte Art und Weise auch finanziell. Ich glaube, dass Gesellschaft solche verschwenderischen Prozesse braucht, auch wenn man sicher das eine oder andere Theaterstück weglassen könnte. Und dass es diese Freiräume braucht, in denen Dinge gedacht und getan werden, die nicht zu irgendeiner Form von Profit unmittelbar führen müssen. Ich glaube, diese Freiräume verschwinden durch Freihandelsabkommen, in denen immer einer auftaucht, der sagt, ich verdiene hiermit aber Geld. Dann kann nicht jemand anders, der damit auch in irgendeiner Art und Weise Geld verdient, gefördert werden, einen Freiraum bekommen und darin arbeiten. Abwechselnd in Washington und in Brüssel finden die Freihandelsverhandlungen im Geheimen statt. Sowohl die Orte der Treffen als auch die wirklich wichtigen Verhandlungstexte sind unbekannt. Und niemand weiß bislang ganz genau, wie die Kultur im Abkommen mit den USA wirklich geschützt wird. Einen Hinweis gibt es allerdings. Am 26. September 2014 veröffentlicht die Europäische Kommission den zuvor geleakten Freihandelsvertrag zwischen der EU und Kanada. Hier werden für die EU nur die audiovisuellen Dienstleistungen vom Freihandel ausgenommen. Für Kanada dagegen die gesamte kulturelle Industrie.
Das alarmiert die Verantwortlichen in der deutschen Kulturszene. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, glaubt nicht, dass die EU den Kultursektor wirklich schützen will. Selbst bei den Verhandlungen mit Kanada, also einem Land, was uns kulturell sehr ähnlich ist, ja, was ja, wenn Sie so wollen, das europäischste amerikanische Land ist, ja, selbst dort sind die Europäer nicht stark genug gewesen oder nicht willens gewesen, den europäischen Kulturbereich genauso auszunehmen, wie die Kanadier ihren Bereich ausnehmen. Und also das macht uns natürlich Angst, logischerweise, weil wir davon ausgehen müssen, dass, wenn jetzt mit Amerika verhandelt wird, jetzt nicht stärker als mit Kanada verhandelt wird. Schützen die Verhandler in Brüssel nur den audiovisuellen Sektor, also Film- und Musikproduktion? Nein, sagt Jean-Luc Dematy, seit einem Vierteljahrhundert bei der Europäischen Kommission und nun ganz oben auf dem Stuhl des Generaldirektors für Handel. Die kulturelle Ausnahme sei umfassend. Das, was wir hier verhandeln, kann auf keinen Fall die europäischen Staaten daran hindern, ihre kulturellen Dienstleistungen zu fördern. Es gibt da keine Beschränkungen. Die öffentlichen kulturellen Dienstleistungen können ohne jede Einschränkung gefördert werden. Auch hier gibt es nicht die kleinste Uneindeutigkeit. Frankreich, Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten dürfen also ihre Filmproduktionen fördern, ohne dass das als Wettbewerbsverzerrung gilt. Doch hilft das? Die US-Filmindustrie interessiert jüngst anscheinend weniger die Frage staatlicher Förderung als die Daten europäischer Kunden. Seit 2014 gibt es das Filmportal Amazon Instant Video, wo auch von Amazon selbst produzierte Serien laufen. Der Kunde wird hier transparent. Amazon erfährt stets, was, wo, wann, wie und wie lange geschaut wird. Filme sind neben Büchern und Musik nur ein kleiner Teil des Amazon-Kosmos, der alles liefert, was Kunden wünschen. Und Amazon weiß immer häufiger, noch bevor die Kunden es selbst wissen, was diese als nächstes kaufen wollen. Auch Google bietet großes Kino gern unterwegs auf dem Smartphone. Vernetzt mit den Informationen, die Google-Nutzer unwissentlich über andere Google-Dienste überlassen, schaut der Konzern immer tiefer in die Konsumseele der Kunden. Wir erschaffen die Welt des Traums. Einer, der diese Digitalisierung für eine reine Ökonomisierung und damit für eine Herausforderung für die gesamte europäische Kultur hält, ist der Regisseur und Oscar-Preisträger Costa Gavras. Die digitale Revolution ist enorm. Alles hat sich verändert. Die Konzeption der Filme, die Ökonomie der Filme, die Art und Weise, die Filme zu sehen, die Filme zu vertreiben. Und es werden noch viele Veränderungen kommen, die wir noch gar nicht erahnen. Man kann Filme auf dem Telefon sehen. Ich finde, dass das eine Barbarei ist. Filme sollte man auf einer großen Leinwand oder auf einem großen Fernseher sehen. Aber da müssen wir ständig wachsam sein, denn hier spielt die kulturelle Ausnahme eine Rolle, weil Akteure von außen kommen werden und sie wollen die totale Freiheit haben, um im audiovisuellen Bereich alles tun und machen zu dürfen. Eine kulturelle Ausnahme müsste also nicht nur europäische Kultursubventionen schützen, sondern auch europäische Bürger vor der neuen US-Internet-Kulturindustrie. Ich glaube einfach, dass die Amerikaner einen Blick auf die zukünftigen Kulturmärkte geworfen haben. Also auch nicht auf das Hier und Jetzt, da wird es natürlich auch negative Auswirkungen geben, aber es geht um die Märkte in 10, 20, in 25 Jahren. Also Märkte, von denen wir jetzt vielleicht am Horizont nur so eine leichte Ahnung haben, was das denn sein könnte. Und das werden Kultur- und Medienmärkte sein. Das wird quasi die digitalisierte Welt sein. Das sind die Kulturmärkte der Zukunft. Und diese Zukunft hat längst begonnen. Sie heißt Big Data. Alles, was der Kunde an digitalen Daten preisgibt, wird für die Ausarbeitung neuer Produkte genutzt. Das neueste Produkt von Amazon ist eine Art elektrische Dose, die permanent mit dem Internet verbunden ist. Es heißt Amazon Echo. Ist es an? Es ist immer an. Kann es mich jetzt hören? Alexa, wie spät ist es? Es ist 3.27 Uhr. Es hört dich von jeder Stelle im Raum. Von überall? Ja. Produkte wie Amazon Echo können alles, was Kunden sagen, speichern und intelligent verknüpfen. So können Unternehmen wie Amazon das Verhalten ihrer Kunden immer genauer vorhersagen, ohne dass die ahnen, wer oder was sie steuert.
Wer steht hinter Monsieur Amazon? Man weiß es nicht. Die Kultur, die uns durch Google, Amazon und diese großen Unternehmen auferlegt wird, wird meiner Meinung nach eine Monokultur sein. Denn ihr Interesse ist weder kulturell noch pädagogisch. Ihr Interesse ist ausschließlich und allein ökonomisch. Um es schlichter zu sagen, sie wollen ihren Aktionären mehr Dividenden auszahlen. Aber es kann nicht nur die Wirtschaft sein, die zählt. Meine Sorge und die Sorge vieler Leute im Lande ist, dass die Wirtschaft über alles entscheidet und dass man die Kultur und die Bildung nicht mehr berücksichtigt. Das ist meiner Ansicht nach die Gefahr, die große Gefahr. Als im Frühjahr 2014 bekannt wird, dass der US-Geheimdienst NSA sogar die Bundeskanzlerin abgehört hat, ist die Empörung groß. Ein Freihandelsabkommen, heißt es, könne es nur geben, wenn es auch ein Anti-Spionage-Abkommen gäbe, wenn die Daten der europäischen Bürger geschützt würden. Ein halbes Jahr später ist davon keine Rede mehr. Die deutsche Kulturstaatsministerin will nun Big Data und den Datenschutz kategorisch vom Freihandel trennen. Auch in Amerika gibt es sehr hohe Datenschutzstandards. Und wenn die reine Ökonomisierung des menschlichen Willen basierend auf teilweise unerlaubt gesammeltem Datenmaterial plötzlich das Prinzip Zukunft sein soll und die Verteidigung von Meinungsfreiheit, Kulturfreiheit, Religionsfreiheit, auch Schutz der Privatsphäre wirklich noch eine Geltung hat und wenn das als rückwärtsgewandt bezeichnet wird, dann glaube ich, sollten wir hier eine Generaldebatte führen, aber nicht beim Freihandelsabkommen. Spielen Kultur und Datenschutz in den Freihandelsgesprächen also keine Rolle? Dazu in Washington mit offiziellen Vertretern und Verhandlern zu sprechen, ist extrem schwierig. Doch es gibt ehemalige Regierungsmitglieder, die bereitwillig darüber Auskunft geben, was die zentralen Interessen der USA sind. So wie Daniel Hamilton, einst Diplomat in Europa, heute Leiter eines renommierten Thinktanks. Es sind Aspekte des Datenschutzes, was doch in die Verhandlungen kommt. Es ist einfach eine Tatsache, dass die Innovationswirtschaft in Europa und in den USA von Big Data jetzt lebt. Und wenn man weiterhin wirklich ein Knowledge Economy bleiben will, muss man irgendwie das schützen und auch aber damit umgehen können. Man kann kein statisches, abstraktes Konzept haben. Und Datenschutz, das finde ich, ist eher kommt von der europäischen Seite, nicht von der amerikanischen Seite. Europäischer Datenschutz auf der einen, Big Data auf der anderen Seite. Die US-Position für den Freihandel scheint hier klar. Es sollen Hemmnisse, die den freien Datenverkehr behindern oder verhindern, beseitigt werden. Wie auch solche für die Erlangung, Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Daten. Eine Position, die trotz des NSA-Skandals nicht um ein einziges Komma geändert wurde. Die Datenexpertin Constanze Kurz, Informatikerin und Sprecherin des Deutschen Chaos Computer Clubs, kritisiert das scharf. Doch sie sagt auch, europäische Bürger sind naiv, wenn sie US-Firmen erlauben, ihre Daten unbegrenzt abzuschöpfen. In der Regel gibt man bei diesen Data Use Policies die Rechte über die eigenen Daten ab. Man stimmt in der Regel sehr weitgehend zu, dass die weiterverarbeitet werden können, dass die genutzt werden können. Wir sind hier letztlich in Europa datenfreiwillig, kann man schon so sagen. Wir sind natürlich aber auch freiwillig Kunden dieser Unternehmen. Es ist Aufgabe der Politik, die teils naiven Bürger gemäß europäischer Verfassungsgrundsätze vor der Selbstpreisgabe zu schützen. Doch diese Aufgabe wird nicht wahrgenommen. Teil der Menschenwürde ist, selbst darüber zu bestimmen, wer über die Informationen aus meinem Leben, meiner alltäglichen Transaktionen Bescheid wissen kann und wer damit wie umgeht. Also der Gedanke ist ja ein eigentlich sehr aufklärerischer und auch bewahrenswerter. In Wirklichkeit geht es ja um höchstmenschliche Dinge, dass alltägliche Kommunikation, aber auch Handlungen, aber auch unsere sensorischen Daten über Körper, über Bewegungen, das werden hier die Daten und Informationen sein, die verarbeitet werden. In Brüssel will die EU ihre Bürger vor unbegrenztem Datenfreihandel durch bereits bestehende Gesetze schützen. En ce qui concerne la question
Was die Frage der persönlichen Daten anbelangt, Sie sprechen von dem Konflikt zwischen dem Zugang zu bestimmten Internetdiensten und dem Respekt vor den persönlichen Daten. Für Daten, die außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterwegs sein können, muss man dennoch weiter die europäischen Gesetze beachten. Doch auch das, so sagt Constanze Kurz, sei naiv. Das europäische Datenschutzrecht werde keineswegs beachtet. Europäische Kundendaten würden vielmehr von Internetdienstleistern verarbeitet, die sie auch an Geheimdienste weiterreichen. Europa, kann man eigentlich sagen, hat sich in den letzten Jahren immer mehr eigentlich als Erfüllungsgehilfe der Amerikaner für die Wünsche der großen Konzerne gezeigt und sehr wenig eigenes Selbstbewusstsein in Bezug auf die doch sehr veränderte Wahrnehmung im Datenschutz gelegt. Die Amerikaner haben von ihrer Seite überaus deutlich gemacht, dass sie null Interesse haben, mit Deutschen auch nur darüber zu verhandeln. Auch aufgrund des Ausspähens von europäischen Bürgern wachsen immer mehr Vorbehalte gegen den Freihandel. Die Befürworter versuchen es mit Überzeugungsarbeit, stellen sich in Tagungen ihren Kritikern, wie hier in Berlin. Der höchste europäische Vertreter der amerikanischen Handelskammer, Peter Chase, versucht mit Freundlichkeit seinen Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber er warnt sie auch. Wer es mit dem Datenschutz gegenüber Big Data zu weit treibt, gefährdet das Freihandelsabkommen. Big Data schließt alle möglichen Daten ein. Meine Frage ist, wird die EU ihren Datenschutz so entwickeln, dass es übereinstimmt mit ihrem eigenen Wunsch, Handel mit dem Rest der Welt zu betreiben? Das ist, denke ich, eine der Fragen, die gestellt werden muss. Darüber reden die Gesetzgeber im Moment und sie müssen sich klar werden, dass ihre Antwort darauf ein Gleichgewicht finden muss zwischen dem Verlangen nach Datenschutz und einer prosperierenden Wirtschaft. Die Botschaft ist deutlich, die US-Seite macht Druck. Wenn die EU ihren Datenschutz für ihre Bürger verschärft, wird es schwierig mit einem umfassenden Freihandelsabkommen. Doch wäre es erst abgeschlossen, dann könnten sogar die Internetkonzerne selbst gegen eine Verschärfung des Datenschutzes vorgehen, fürchten Kritiker wie der britische Internet-Experte Glyn Moody. Es ist ziemlich klar, was sie machen würden. Wenn es ein Gesetz gäbe, das sagt, europäische Daten müssten in Europa gespeichert werden, dann würde das wohl hunderte Millionen von Euro kosten, um neue Rechenzentren aufzubauen. Google würde argumentieren, dass das eine unerlaubte Enteignung seiner künftigen Profite wäre und würde die EU wohl auf Milliarden von Euro verklagen. Wie ist das möglich? Wie könnten künftig US-Unternehmen über Freihandelsabkommen ganze Staaten verklagen? In Washington suchen wir eine Antwort auf die Frage bei Public Citizen, einer der renommiertesten Bürgerrechtsorganisationen der USA. Die Juristin und Direktorin Lori Wallach analysiert hier seit vielen Jahren die rechtlichen Finessen von US-Freihandelsverträgen. Wenn Sie sich einige der Freihandelsverträge anschauen, nehmen wir einfach mal den Vertrag mit Korea. Das ist das Standardvertragsmodell der USA. Wenn Sie da die Regelung anschauen, betrifft das meiste gar nicht den Handel. Hier, das erste Kapitel ist zum Handel. Aber die zweite Hälfte des nächsten Kapitels handelt von den privaten Schiedsgerichten. Das Investor-Staat-Verfahren. Da geht es um die außerstaatlichen Tribunale, bei denen einzelne Unternehmen auf die Ebene von Nationalstaaten emporgehoben werden, damit sie auf privatem Wege ein öffentliches Abkommen durchsetzen können. Sie können dann eine Regierung außerhalb der öffentlichen Gerichte und des jeweiligen Landesrechts verklagen und unbegrenzte Entschädigungen durch die Steuerzahler erzwingen. Und es gibt keine Berufung. Die oberste Vereinbarung zwingt unsere jeweiligen Regierungen, sich der Rechtsprechung dieser Gerichte zu beugen. Und deren Richter sind Konzernanwälte, die abwechselnd als Richter oder als Ankläger auftreten. Bei der Weltbank in Washington wird nach dieser Logik heute schon der deutsche Staat verklagt. Das schwedische Energieunternehmen Vattenfall fordert auf der Basis eines Energiechartavertrages eine hohe Entschädigung für den deutschen Ausstieg aus der Atomenergie.
Darüber wird vor einem privaten Schiedsgericht nur unter Anwälten verhandelt, ohne Öffentlichkeit. Die von Vattenfall von deutschen Steuerzahlern geforderte Summe blieb jahrelang geheim. Der Konzern weigerte sich, die Höhe zu nennen. Erst im Herbst 2014 wurde sie bekannt. 4,7 Milliarden Euro. Die Vattenfall-Klage und alle Verfahren nach diesem Investor-Staatsklagesystem, all das läuft ab wie bei einem Ganovenstück. Das ist wie ein Glücksspiel, wo sie sich ein paar Regeln ausdenken und sich dann in einem Hotelzimmer treffen, um ein privates Spielchen mit öffentlichen Geldern abzuziehen. Die privaten Anwälte haben also ein Treffen und das tatsächlich meistens in Hotelzimmern oder Konferenzräumen. Und in 55% der Fälle sind das dieselben 15 Leute, die entweder als Richter oder als Ankläger auftreten. Und ihre Vereinbarung ist dann, gut, komm an dem und dem Tag und wir machen das in dem Hotel unter uns aus. Das ist so verrückt, dass es Leute, denen man es zum ersten Mal erzählt, kaum glauben können. Wie kommt es, dass große Konzerne über die Freihandelsverträge so viel Macht gewinnen? Nicht nur die amerikanische Seite, auch europäische Unternehmen haben, vertreten durch ihre Lobbys, in Brüssel sehr früh Einfluss genommen auf die Architektur der Freihandelsverträge. Die Lobbybeobachterin Pia Eberhardt sagt, gerade bei der Planung der TTIP-Verhandlungen habe die EU-Kommission nahezu ausschließlich mit Unternehmen und deren Lobbyisten gesprochen. Wir haben uns tatsächlich relativ akribisch angeschaut, mit wem hat die Europäische Kommission Kontakt gehabt in der Phase, als die TTIP-Verhandlungen vorbereitet wurden. Und das ist für uns eine ganz entscheidende Phase, weil da entschieden wird, fahren wir nach hier oder fahren wir in die ganz andere Richtung. Und in dieser Phase gab es wirklich fast nur Kontakte mit großen Unternehmen und Konzernlobbygruppen. In dem Moment, als die Verhandlungen angekündigt wurden, im Februar 2013, hat es kein einziges Treffen gegeben mit einer Gewerkschaft, einem Umweltverband oder Verbraucherschutzorganisationen. Ignacio Bercero, der Chefverhandler der EU, will hier keinen Fehler erkennen. Die EU, so sagt er, habe rein zufällig früher und ausführlicher mit den Industrievertretern gesprochen. Doch seine Beteuerungen klingen eher wie ein Eingeständnis. Ja, es ist wahr. In der ersten Phase war da mehr Interesse von der Industrieseite. Da haben wir mehr Rückmeldungen und mehr Eingaben von der Industrie bekommen. Aber während der Beratungen waren wir stets offen für jede Art von Eingaben. Im transatlantischen Freihandel sollen also künftig Unternehmen ganze Staaten verklagen können. Dafür haben Lobbyisten wie der Anwalt Andreas Geiger sich schon früh ausgesprochen.